So Leute, dann wollen wir uns mal in das zweite Kapitel von Time Hollow bewagen. Da haben wir mal ganz flugs den Spielstand, den wir seit unserer letzten Pause angelegt haben. Und dann geht's auch schon los. Kapitel 2, ein Tag im Wandel. Die Schulglocke ertönt, Alltag beginnt. Oder auch nicht. Wir sind ja immer noch Ethan Kairos und auf der Suche nach unseren anscheinend verschwundenen Eltern, die angeblich seit 12 Jahren bereits weg vom Fenster sein sollen. Natürlich wissen unsere Freunde nichts von unseren Alltagssorgen und laden uns völlig unbehelligt auf einen Drink ein im örtlichen Café. Gleich schon allein durch diese Musik so eine wunderbar herrliche Bar-Atmosphäre aufgelegt. Das passt hervorragend. Wir werden auch sogleich von der Bedienung begrüßt und Ethan stellt uns jetzt das Café eigentlich mal vor. Wie wir sehen, ist die Truppe schon derartige Gruppe von Stammgästen, dass die Bescheid wissen, wer was für ein Getränk haben möchte. Nun gut. Jetzt seht ihr erstmal meinen verzweifelten Versuch, wie ich hier rauskommen möchte. Dazu quatschen wir einfach mal anmerken, dass Ben anscheinend in die Bardame verschossen ist. Also bist versucht, sich an sie ranzumachen. Er tut das natürlich als Witz ab, aber scheint so der typische Weiberheld zu sein. Unpassend, wenn man bedenkt, dass er Brille trägt und so. Im Klischee-Anime-Land ist das zumindest etwas widersprüchlich, aber na gut. Ja, der Kerl lernt fleißig, ja, unseren Kaffee, den wir anscheinend nicht auswählen können. So, es ist ja schön und gut. Na komm. Ja, da hinten ist noch eine Lady. Anscheinend auch unwichtig. Wo zum... ist es? So vergesslich bin ich. Ich versuche jetzt irgendwie rauszukommen, aber natürlich lässt mich das Spiel nicht, bis ich irgendein bestimmtes Event ausgelöst habe. Naja, und vergesslich wie ich bin, habe ich schon komplett verschlafen, was dieses Event eigentlich ist. Deswegen klicke ich mir jetzt hier ein bisschen hilflos durch. In der Hoffnung, irgendwann doch das zu bemerken, was ich bisher verpasst habe. Komm, jetzt aber den Kaffee. Nein, für den immer noch nicht. Was soll das? Ah! Nochmal die da ansprechen. Nein, immer noch kein neuer Dialog. Mal gucken, vielleicht habe ich irgendwas in Erinnerung übersehen. Neue Charaktere, neue Gegenstände, neue Rückblenden. Ein Seiten überprüft ab dafür. Und auch noch diese friedliche Rückblende hier, aber so wirklich weitergeholfen hat es uns jetzt nicht. Da fehlt auch noch die Hälfte. Hervorragend. Wo geht's weiter? Kann ich die Milch anklicken hier? Nein, auch nicht. Goddammit! Wait a minute, da im Hintergrund ist doch noch einer. Ah, ja, natürlich.
Ah! Hat er sich mit seiner Zeitung da hinten getan und ich hab ihn übersehen. Bah! Aber wenigstens geht's jetzt endlich weiter. So, Olivia erzählt uns jetzt etwas von einem Unfall, in den sie beinahe verwickelt wäre. Aber sie habe noch Glück gehabt, da ihre Bremsen funktioniert hätten. Es war so hervorragend, dass ihr der Kühlschrank, der entgegengekommen wäre, erspart blieb. Meine Herren, Blitzmerk, das hatten wir schon vor 5 Minuten geklärt. Nimmt das aber ganz schön locker, die Dame. Sie hat sie auch überlebt. Und Kollege, ich verstecke mich hinter der Zeitung, hat sich endlich verzogen. Oh. Ich jetzt? Warte. Haben wir endlich Silent Hill again. Ja, frei nach dem Motto, wisst ihr noch, von welchem Unfall wir vorhin gesprochen haben? Das ist er jetzt, und zwar eingetreten. Ach Gott. Kann man da noch von einem Zufall reden? Ich denke nicht. Leiche auf Straße. Finden wir erstmal raus, was wir hier vor dem Kronos suchen. Die drei Pfeifen sind anscheinend sehr gesprächig heute. Gucken wir mal an die Tür. Vorübergehend geschlossen. Warum? Aha! Also genau das, was wir gerade gesehen haben. Doch, Olivia ist gestorben. Und daran müssen wir jetzt was ändern. Dass es niemandem auffällt, dass Ethan ein bisschen speziell fragt? Ich meine, anstatt so nach den groben Unfallursachen zu fragen, fragt er direkt, ist sie mit dem Fahrrad verletzt worden? Also, ich weiß nicht, das kommt mir ein bisschen ungewöhnlich vor. Er weiß zu viel. Jetzt könnte man meinen, er hätte Schuld dran. Wobei wir natürlich die letzten paar Sekunden mit ihm zusammen waren und wir daher wissen, dass Ethan unschuldig ist, aber das ist jetzt eine komplett andere Sache. Gut. Wir wissen alles über diese schreckliche Tragödie auf der Straße und schauen uns das mal aus der Nähe an. Auf geht's. Nee, komm. Kreuzung. Willkommen am Tatort. Naja. Achso, der Dialog geht noch weiter. Hoppla. Was sucht Cory jetzt hier? Naja, werden wir anscheinend erst im nächsten Teil herausfinden. Man sieht sich bis dann.